Der Begriff vom blauen Auge passt hier im Konrad-Adenauer-Haus besonders gut, denn bekanntlich ist ja blau die Parteifarbe der AfD und im Grunde genommen ging es der CDU vor allen Dingen, was die Wahl in Sachsen anging, nur um eins: auf keinen Fall hinter der AfD landen und am besten mit einem gewissen Abstand vor der AfD landen. Das ist gelungen, darüber freute man sich auch hier im Konrad-Adenauer-Haus. Das war das eigentliche Ergebnis der heutigen Wahl. In Brandenburg ist die Sache natürlich nicht so gut ausgegangen, aber da hatte auch niemand erwartet, dass die CDU vorne liegt. Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, hat natürlich nichts gesagt zu dem, was dieses in beiden Ländern nicht wirklich gute Abschneiden der Partei von Konrad Adenauer, der hier als Pappfigur hinter mir steht, für die Bundespolitik bedeutet, ob es überhaupt etwas bedeutet. Und natürlich bedeutet es ganz sicherlich etwas, denn zweimal so schlecht abzuschneiden, wenn auch einmal vorne zu liegen, ist nicht gut für die CDU. Man muss sich fragen, wie gehen wir weiterhin mit der AfD um und wie können wir es verhindern, dass diese Partei doch so viel stärker ist als wir, die CDU, die wir doch eigentlich die Konservativen einsammeln. Das ist die Denke in der CDU und das ist das große Ziel für die nächste Zeit. Und das wird nicht so sehr auf Brandenburg und Sachsen nur zielen, sondern das wird natürlich das Ziel sein, das in ganz Deutschland zu verfolgen ist und zu einem guten Ergebnis zu führen hat.